Das ist Mario Vogt von der CDU und Mario Vogt möchte jetzt massiv in unsere Meinungsfreiheit eingreifen, indem er Social Media Lizenzen für alle fordert. Das heißt, wir dürfen an Social Media nur noch teilnehmen, wenn wir eine Lizenz von der Bundesregierung oder wem auch immer bekommen. Und dann kann uns diese Lizenz jederzeit bei einem vermeintlichen Fehlverhalten entzogen werden. Aber eins nach dem anderen, Mario Vogt, für viele Leute eine unbekannte Person, zum Glück leider, leider nicht ganz unbedeutend. Ein wenig mehr Bekanntheit bekam Vogt durch das Rededuell mit Björn Höcke, was am Ende ein Tribunal war, aber Björn Höcke hat trotzdem bewiesen, dass er der bessere Politiker ist. Und im Zuge des Ganzen kam dann raus, dass gegen Vogt auch schon 13 Monate lang wegen Bestechlichkeit ermittelt wurde. Hier auf der Jungen Freiheit dann der Bericht darüber, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Da hat er sich jetzt ganz groß drüber gefreut. Das nur dazu, dass auch gegen die etablierten Parteien, die Altparteien, ständig irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen. Wir erinnern uns nur an unseren dementen Kanzler, der ja leider vergessen hat, dass er in den Cum-Ex-Skandal verwickelt ist. Aber kommen wir endlich zu dieser brandgefährlichen Rede, die Vogt dort im Thüringer Landtag gehalten hat. Leider liegt die mir nur in sehr schlechter Bildqualität vor, aber den guten Vogt will ja wahrscheinlich von uns eh keiner sehen. Hören können wir ihn ganz gut, denke ich mal. Wie aber schützen wir die Demokratie im Bereich von Social Media? Da gibt es sicherlich 5 Hebel. Wenn etablierte Politiker davon reden, die Demokratie in den sozialen Medien zu schützen, dann sollten alle Augen und Ohren ganz groß werden und wir müssen ganz achtsam gucken, was sie da sagen. Denn meistens wollen sie nicht die Demokratie und die Meinungsfreiheit schützen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ja aktuell eine ganz krasse Sprachumkehr, wie bei George Orwell 1984. Freiheit ist Krieg und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Auf jeden Fall heißt das nichts anderes als die Freiheit einschränken und wartet ab. Er ist ja so ehrlich und sagt es uns. Idealerweise sollte man sich über die Frage eines Botverbotes verständigen. Ja, von Bots wird ja immer behauptet, dass sie ja nur gegen die Demokratie, gegen die Freiheit gerichtet sind. Das ist eine Unterstellung, denke ich mal. Es gibt sicherlich auch sinnvolle Bots. Und ich denke mal, im heutigen Zeitalter der Digitalisierung sind Bots überhaupt gar nicht wegzudenken. Und die generell zu verbieten und zu verteufeln, ist meiner Meinung nach mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber hören wir mal weiter, es wird ja noch viel, viel krasser. Damit eben die Nutzung gefälschter Profile eine Straftat ist. Es geht auch um die Frage einer Klarnamenpflicht, weil Meinungsfreiheit nicht hinter Pseudonym versteckt werden soll. Wie viele Buchautoren veröffentlichen Bücher über Pseudonyme? Wie viele sogenannte Whistleblower, Geheimnisverräter könnte man sie vielleicht besser auf Deutsch nennen, verstecken sich hinter Pseudonymen, weil sie gerade in diktatorischen, autokratischen Systemen nicht ohne Angst vor Repressalien ihre Meinung sagen können und deswegen nutzen sie Pseudonyme. Pseudonyme sind also super wichtig für die Meinungsfreiheit, für das Bekanntwerden von irgendwelchen Verbrechen, Verschwörungen, Intrigen, sind Pseudonyme von unschätzbarem Wert und deswegen sollten sie erhalten bleiben. Wenn jeder nur unter seinem Klarnamen sprechen kann, ja, dann ist die Frage nach dem Arbeitgeber dann gleich wieder ganz groß, wie hier von Strack-Zimmermann. Hier ist beim Maschinenbau-Auto-Zulieferer halt und sie machen mit der gesamten Regierung gerade alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie machen alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie zerstören die Industrie. Unglaublich, wie hier von den Systempolitikern mit Jobverlust gedroht wird. Aber hören wir weiter. Es geht auch um die Frage, dass wir verwirkbare Social-Media-Lizenzen für jeden Nutzer schaffen sollten, damit eben auch Gefährder im Netz nichts verloren haben. Verwirkbare Social-Media-Lizenzen. Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das ist das Gefährlichste, denke ich mal, hier an der ganzen Sache. Weil jeder von uns, der dann auf Social Media aktiv werden möchte, muss dann erstmal bei irgendeiner wahrscheinlich zu schaffenden staatlichen Behörde eine Lizenz beantragen, um am öffentlichen Diskurs im Internet teilhaben zu können. Und
Diese Lizenz kann einem natürlich dann auch entzogen werden, wenn man irgendwas erzählt, was der aktuellen Regierung gerade nicht in den Kram passt. Und dann sind wir doch im absoluten totalitären Staat gelandet. Der kann uns doch solche Worte hier nicht ernsthaft für Demokratie verkaufen wollen. Für wie doof halten diese Politiker uns eigentlich, als wenn wir das nicht durchschauen würden, was sie da vorhaben? Und Leute, egal welchen Skandal die AfD aktuell am Hintern hat, wir können diese Altparteien überhaupt nicht mehr wählen. Wir haben keine andere Alternative, als die AfD zu wählen, weil diese Altparteien, die bauen gerade massiv unsere Meinungsfreiheit und die Demokratie ab. Das heißt, wenn wir die Altparteien weiter gewähren lassen, sind wir bald in einem diktatorischen Staat angelandet. So krass ist es. Und das beweist diese Rede eindeutig. Denn wer die Meinungsfreiheit abschafft und an Lizenzen koppelt, der hat nichts Gutes im Sinn und der ist auch garantiert in meinen Augen kein Demokrat. Es wird uns beschäftigen müssen, wie wir Algorithmen einhegen, damit wir die Meinungsvielfalt auch in sozialen Netzwerken beleben. Algorithmen einhegen ist auch so ein Thema. Da wurde ja schon öfter drüber gesprochen und ich meine, da wurde auch schon ein Gesetz erlassen. Und nach diesem Gesetz geht mir YouTube oder auch Google total auf die Nerven und schlägt mir ständig Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor, weil das wurde nämlich schon von Seiten des Staates geregelt und durchgesetzt, dass zuerst solche Angebote angezeigt werden. Ich meine, das ist in dem großen C-Umfang passiert, diese Gesetzgebung. Es muss erstmal oder muss hauptsächlich öffentlich-rechtliche Angebote angezeigt werden, damit die ihre Meinung, die sie ja für die allgemeingültige Wahrheit halten, uns in die Köpfe drücken können. Ich klicke da aber trotzdem nicht drauf, das hat nicht so funktioniert. Aber anscheinend ist dem Herrn von der CDU dies alles noch nicht genug und er will die Algorithmen noch weiter so verändern, dass deren genehme Meinung, deren angebliche Wahrheit mehr in den Fokus gerät. Und das darf doch wohl nicht sein. Und es geht um eine stärkere Medienkompetenz. All das wird uns im Thüringen-Monitor an Eine stärkere Medienkompetenz, auch da könnte man rein interpretieren, dass sie wollen, entweder die Systemmedien, die immer mehr an Abonnenten, immer mehr an zahlungskräftigen Kunden verlieren, dass die von Steuermitteln unterstützt werden, was ja schon teilweise direkt, teilweise indirekt durch Werbeanzeigen der Fall ist. Und somit wollen sie auch noch mehr politischen Einfluss auf die Medien nehmen. Auch das ein Punkt, der zu kritisieren ist. Mal gucken, ob noch was kommt. Unterschiedlichen Stellen sichtbar gemacht. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass Thüringen nicht nur ein Land einer funktionierenden digitalen Infrastruktur, klaren Lösungskonzepten für unsere Bürger bedeutet, sondern eben auch auf die veränderte politische und auch tatsächliche Kommunikation im digitalen Raum achten. All das zusammen führt dazu, dass Blasen platzen und Echokammern sich wieder öffnen. Und das schützt unsere Demokratie. Ja, am Ende nochmal die Worte. Er möchte halt auf die veränderte politische Situation reagieren, was ja nichts anderes heißt. Die AfD wird stärker. Der Bürger möchte die Altparteien nicht mehr in den Parlamenten haben und das wollen sie verhindern mit antidemokratischen Maßnahmen, mit massiver Zensur durch Lizenzvergabe und so weiter und so fort. Angebliche Blasen, damit meint er halt, unsere Gemeinschaften, wo wir uns darüber unterhalten, wie schlecht die aktuelle Regierung ist, wie schön es doch mit einer neuen Regierung wäre. Solche angeblichen Blasen wollen sie verhindern. Sie wollen halt unsere Gemeinschaften zerstören, dass wir uns nicht mehr vernünftig vernetzen und miteinander kommunizieren können. All das wollen sie schaffen und als Vorwand gibt er ja da nochmal aus, die Demokratie schützen zu wollen. In meinen Augen ist das ein eindeutiger Riesenschritt hin in eine Diktatur und das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen, liebe Freunde, teilt dieses Video, um die gefährlichen Entwicklungen hier aufzuzeigen, damit jeder Wähler auch Bescheid weiß, wählt er die Altparteien, wählt er massive Zensur, ein Eingriff massiv in unsere Grundrechte, was Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit angeht. Und das ist auf gar keinen Fall akzeptabel. Liebe Freunde, gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit der Algorithmus es auch nochmal besser teilt. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen.
und aktiviert die Glocke, dann werden die Videos euch auch garantiert angezeigt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn der Vogt mich hier noch sprechen lässt.